Er spürte kein Verlangen, sie zu greifen, zu begreifen oder aufzuhalten. Er ließ sie treiben und sprudeln, bis der Strom stark genug wurde und ihn mitzog. Die Zeitreise hatte begonnen. Zuerst konnte er noch den Moment sehen, die Situation, in der er sich befand. Mit einem Ruck sackte sie unter ihm weg, wurde kleiner und unbedeutender, verschwand im nächsten Moment, im nächsten Tag, im nächsten Jahr. Und bald schon glitt das ganze Leben an ihm vorbei. Die Zeitspanne, in der er sich befand, dann die der Menschen vor und nach ihm, dann die der Lebewesen vor und nach den Menschen. Als er das sanfte Rauschen verfliegender Zeit fühlte, öffnete er die Augen, um sich Orientierung zu verschaffen. Der Weltensegler blickte apathisch in den Himmel. Er hatte genug von seinem Ausflug. Es war Zeit, wieder umzukehren.